Kommt das Ende der Rente mit 63? Habecks Wirtschaftsexperten fordern das sofortige Ende der Rente mit 63. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, wieder wird eine Rentensau durch das Dorf gejagt. Und zwar fordern jetzt Wirtschaftsexperten aus dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck das sofortige Ende der Rente mit 63. Ich zeige Ihnen mal, was dort gefordert wird. Und zwar sehen wir es im Tagesspiegel vom Tagesspiegel Online heute vom 11.08.2023. Um 17:23 Uhr hier reingebracht. Die Rente mit 63 soll abgeschafft werden. Heil will vom Expertenvorschlag nichts wissen. Dieser sogenannte Wissenschaftlerbeirat der Regierung verlangt Einschnitte beim früheren Rentenbezug. Der Sozialminister ist aber dagegen. Meine Damen und Herren, dieses Gremium, was aus Ökonomen besteht, fordert den Wirtschaftsminister Robert Habeck auf, mehrere Punkte in die Gespräche, in die anstehenden Koalitionsgespräche einzubringen. Hier geht es um das Rentenpaket 2, in dem Rentenpaket 2 wird ja zur Sicherung der Rentenbeiträge und des Rentenniveaus, dass die Aktienrente nun endlich eingeführt. Und der aus meiner Sicht wohl brisanteste Punkt in der ganzen Forderung ist das Ende der oder zumindest die Beschränkung der vorgezogenen Rente schon mit 63. Meine Damen und Herren, dass Hubertus Heil dagegen ist, ist mir völlig klar, denn der will ja möglicherweise 2025 wieder Minister werden. Und mit der Forderung, wenn er sich da nicht durchsetzen könnte, würde er sozusagen in die politische Bedeutungslosigkeit fallen, wenn es nicht 2025 sowieso schon passiert. Die Änderung des Renteneintrittsalters ist laut dem Minister, und das kann ich auch nur bestätigen, kein Bestandteil des Koalitionsvertrages. Das heißt also, diese gesamten Diskussionen sind eigentlich nicht Bestandteil des Regierungsarbeitens. Und diese sogenannte Expertenkommission sagt, dass diese Rente mit 63 wohl deshalb abgeschafft werden muss, weil einfach zu viele Leute, jedes Jahr 260.000 Menschen in diese Rente gehen. Sie meinen wahrscheinlich die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren und nicht die Altersrente mit langjährig Versicherten, die man tatsächlich schon mit hohen Abschlägen mit 63 in Rente gehen kann. Aber, meine Damen und Herren, auch eines ist auch klar, das reguläre Renteneintrittsalter steigt ja pro Jahr an. Das ist nichts Unbekanntes. Und es gibt statistische Zahlen, die belegen, dass viele von denen, die vorzeitig in Rente gehen, also vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen und dann auch Abschläge in Kauf nehmen, Menschen sind mit hohen oder mittleren Bildungsabschlüssen, die auch gute Einkommen haben, die sagen, okay, mir ist das völlig egal, ich gehe mit 63 in Rente, ob ich da nun Abschläge habe oder nicht, das spielt für mich keine Rolle. Die abschlagsfreie Variante ist ja klar. Da kann man eigentlich im Grunde genommen nur sagen, dass die abschlagsfreie Variante für alle diejenigen, die abschlagsfrei in Rente gehen wollen, auch immer eine zielführende Variante ist. Sie ist im Übrigen keine Hochschulabsolventenrente, sondern es ist eine reine Arbeiterrente. Ja, also die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist aus meiner Sicht eine reine Arbeiterrente, denn hier werden ja auf die Wartezeit der 45 Jahre weder Fachschulzeiten noch Hochschulzeiten und Schulausbildungszeiten nach dem 17. Lebensjahr als Wartezeiten angerechnet. Ja, meine Damen und Herren, es ist auch klar, der frühere Renteneintritt ist attraktiv. Ja, wer kann, der kann. Und wer will, der soll. Ja, also viele Menschen in Deutschland gehen schon vor dem 67. Lebensjahr in Rente. Und das ist eben ein Problem, was diese Experten letzten Endes monieren. Aber was die Experten auch noch sagen, und das finde ich ist eine bodenlose Dreistigkeit, die fordern sogar auch noch die sofortige Abschaffung der Rentenanpassungen, meine Damen und Herren, was halten Sie denn da davon? Jetzt sollen auch noch nach deren Meinung die Rentenanpassungen wegfallen. Das ist aus meiner Sicht
ein richtig echter faustdicker Skandal, zumal ja hier diese Wirtschaftsweisen zum Teil aus Professoren bestehen, die wiederum ihre Einkünfte aus hochdotierten Beamtenstellen bekommen und die sich im Wesentlichen über ihre spätere Rente oder Altersruhegeld als verpensionierte Beamte keinen Kopf machen müssen, denn sie müssen weder in die Pensionskasse irgendetwas einzahlen und sie müssen sich im Wesentlichen dann auch keinen Kopf machen, um hier rauszukommen, denn wir wissen ja, Beamtenpensionen sind ja recht üppig. Also ich finde schon ein starkes Ding, was diese Expertenkommission hier wieder vom Leder gezogen hat oder abgelassen hat, meine Damen und Herren. Ja, ich bin mal gespannt auf Ihre Meinung. Also das Thema Altersrente mit 63 scheint nicht aufzuhören. Die Leute, die sogenannten Experten, die ganzen Ökonomen, auch die Arbeitgeberpräsidenten, nennen wir Dulger zum Beispiel, ja, und andere von diesen Superexperten, scheinen offensichtlich nicht zu wissen, dass die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in der Version zum 1.7.2014, wie oft soll ich es noch erzählen, sich mit dem Geburtsjahrgang nach dem 31.12.1963 de facto von selbst abschafft. Danach können wir in diese Rente sowieso nur noch wieder mit Vollendung des 65. Lebensjahres und 45 Jahre Wartezeit in Anspruch nehmen. Meine Damen und Herren, schreiben Sie bitte Ihre Kommentare unter dieses Video und wenn Sie Lust haben und Laune haben, schreiben Sie bitte Ihre Bundestagsabgeordneten an und zeigen Sie denen einfach mal die rote Rentenkarte zum Thema Abschaffung der Rente mit 63. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.